In der Großwetterlagen-, Strukturen- und Langfristbetrachtung sowie in den Bauernregeln gehören Sommer und Winter immer irgendwie zusammen. Und jetzt schauen wir auf den Sommer 2021 und machen den Rückblick auf den Winter 2020-21. Grüße Sie und grüße euch. Und offen gestanden, wenn ich dieses Bild hier sehe, es wird übrigens das längste Video wahrscheinlich, was ich je gemacht habe, und ich hoffe, dass ich durchkomme ohne Fehler. Das ist doch einfach nur Sehnsucht pur, oder? Endlich mal wieder raus, Sonne, Wärme, Baden, einfach die Seele baumeln lassen. Schauen wir mal ganz kurz die Sommer an von früher. Mit dem alten Klimamittel von 1961 bis 90 hatten ein Mittel, das schmeiße ich jetzt einfach mal so in den Raum, von 16,3 Grad. Und die Sommer, die wir kennen aus den vergangenen 30 Jahren, hatten eine Durchschnittstemperatur von 17,55, also gerundet von 17,6 Grad. Und da waren ganz schöne Kaliber dabei. In den letzten 30 Jahren gab es nur einen Sommer, der kälter war als 16,1 Grad. Das war nämlich der Sommer 1993, ich glaube mit 15,8 Grad. Und 8 Sommer, die wärmer waren als 18,1. Und jetzt werden sich manche fragen, warum macht er denn 0,1 und nicht 0,0? Weil ab 1 geht's los. Die 16,0 Grad ist die Vollendung der 15er-Reihe. Und die Sommer 61 bis 90, also mathematisch, hatten 14 unter 16,1 Grad, sehr viele Gruselsommer dabei, und nur ein Sommer, nämlich 1983, war wärmer als 18,1 Grad. Und übrigens, um den noch mit reinzunehmen hier, 2002 war auch noch ein warmer Sommer, aber ja eben der nasse Unwettersommer. Schauen wir uns mal die Sommer an. Das ist das alte Klimamittel. Da sind die immer rumgesprungen, und das neue Klimamittel hat einen gewaltigen Schwung nach oben gemacht. Und wenn wir jetzt vergleichen mit den Sommern der letzten 30 Jahre, dann sind das ganz andere Werte als eben früher. Und jetzt schauen wir auf das NOAA-Modell. Es ist nicht so, dass ich NOAA nicht nehme. Ich bewerte es nur und sage, passt in etwa, ich gehe mit der Meinung mit, oder nicht. Nur im vergangenen Jahr für den Winter habe ich NOAA komplett ausgeblendet, weil das eine Prognose war, die war offensichtlich verkehrt. Aber jetzt sind wir beim Mai. Der Mai soll nach dem NOAA-Modell bzw. nach der amerikanischen Wetterbehörde mit dem Modell, das da rauskommt, eine leicht positive Abweichung haben, Niederschläge einigermaßen ausgeglichen. Und das wären dann ungefähr die Wetterlagen. Viel Hochdruck auf dem Atlantik, Hochdruck auf dem Kontinent, Tiefdruck über dem Mittelmeer und dem Nordmeer. Irgendwie so ein schwaches Gedümpel von vielen kleinen Tiefs, so wie wir es auch mittags schon im Video gemacht haben. Das wird eher ein ausgeglichener Monat werden. Was das europäische EZMWF-Modell angeht, so sagt es auch, ein halbes Grad bis etwa ein Grad zu warm. Verbreitet soll es zu trocken werden, im Südosten und im Alpenraum leicht zu nass. Kommen wir zum Juni und damit zum Beginn des meteorologischen Sommers. Es soll der wärmste Monat werden. Davon gehe ich auch aus, dass der Juni mit zu den wärmsten Phasen des Sommers gehören wird, mit einer deutlichen Abweichung vor allen Dingen im südlichen Mitteleuropa und im nördlichen Mittelmeerraum. Was die Niederschlagsabweichung angeht, soll das ein sehr trockener Monat werden, mit, also ich will jetzt keine Dürre in den Mund nehmen, aber da wird es wohl viele Phasen geben, wo wir Badewetter haben. Und das wären die Wetterlagen dazu mit sattem Hochdruck über dem Kontinent und übrigens Tiefdruck über dem Mittelmeerraum. Da wird es auch viele Unwetter geben. Der Juni soll nach dem europäischen EZMWF-Modell im Norden ausgeglichen ausfallen, im Süden leicht zu warm, hier im Norden eher zu nass, im Süden deutlich zu trocken. Also etwas anders, als es das NOAA-Modell zeigt. Der Juli soll nach NOAA auch zu warm ausfallen, vor allen Dingen in der Südosthälfte. Ebenfalls zu trocken. Nur über den Alpen sehen wir eine erhöhte Gewittertätigkeit. Wird wahrscheinlich dann ein hitziger Monat werden, immer wieder mit Schauern und Gewittern. Hoch über dem Kontinent, Tiefs weiterhin über dem Mittelmeerraum und auch über Westeuropa und dem Nordmeer. Wir sind da also so am Rande, wo dann immer Schauer und Gewitter nach dem Modell. Das sieht das europäische EZMWF-Modell anders. Macht es leicht zu nass im Norden, deutlich zu trocken im Süden mit ebenfalls positiven Abweichungen. Wo ich auch mitgehe mit der NOAA-Ausführung hier für den August. Der soll nämlich eher durchschnittlich, tendenziell fast schon zu kalt ausfallen, aber eher durchschnittlich wird uns zu kalt vorkommen. Und es wird ein komplett anderer August werden als 2020 oder 2019, respektive 2018. Und er soll zu nass ausfallen. Das heißt, der Sommer wird eher in der ersten Hälfte des Sommerhalbjahres stattfinden. In der zweiten macht er die Grätsche mit einem Tief genau dann über Mitteleuropa. Und das EZMWF-Modell macht es genau anders.
macht es zu warm und teils überall deutlich zu trocken. Da gehe ich nicht mit. Und der September ist neuerdings jetzt wieder leicht zu warm berechnet vom NOAA, ein bisschen zu nass. Das sah schon mal anders aus, da war deutlich zu kühl berechnet und auch sehr nass. Ich gehe da tendenziell mit, dass der September nicht mehr so viel an Sommerwetter auf die Kette bringen wird wie in den letzten Jahren, weil der August auch schon eher die Grätsche gemacht hat. Und ganz kurz noch das EZMWF-Modell, das macht es verbreitet zu trocken, nur im Süden leicht zu nass und auch zu warm. Und jetzt haben wir wieder so ein bisschen gebastelt, was so ungefähr die Großwetterlagenstruktur des Sommers angeht. Wir haben es mit einem ausgeprägten Azorenhoch zu tun und einem schwacheren Islandtief. Das heißt, diese Strömungsstruktur, die wir auch schon im Winter hatten, wird sich im Sommer relativ wenig ändern. Mit viel Tiefdrucktätigkeit, gerade in der ersten Sommerhälfte über dem Mittelmeer und dann einem eher mäßigen Kontinentalhoch. Und wir liegen genau dazwischen. Und daraus ergeben sich letztendlich folgende Wetterlagen. Gerade zu Beginn des Sommers haben wir dann immer wieder einen Anknüpfungspunkt des Hochs im Osten, damit auch eine eher warme Strömung. Phasenweise wandert das Hoch Richtung Skandinavien, fast schon so ein bisschen Omega-Lage. Wir sind geschützt, bekommen aber aus dem Mittelmeer dann immer mal wieder die Feuchtigkeit mit entsprechenden Schauern und Gewittern. Ist eher eine ruhigere Geschichte, aber auch mit positiven Abweichungen, was die Wärme angeht. Und dieser Hochkeil bleibt uns oft erhalten mit der Wärme am Rand und wird dann phasenweise mal abgebaut, gerade ab Juli. Da bricht dann immer mal wieder so phasenweise der Atlantik durch. Dann baut sich das Ganze wieder auf, geht eben so hin und her. Und zum Ende raus, also in der zweiten Sommerhälfte ab Ende Juli, macht es dann wohl eher auf Tiefdruck vom Atlantik mit kühleren Luftmassen, wo es durchwachsener ist und Richtung Ende des Sommers, Anfang September, also meteorologischer Herbst, der uns aber noch irgendwie so ein bisschen zum Sommer gesonnen ist, hätten wir dann ein Tief über dem Kontinent, das langsam Richtung Mittelmeer zieht und wir haben es dann wieder mit Hochdruck zu tun, was dann eher für den Altweibersommer spricht und später für den goldenen Oktober. Soweit mal ganz, ganz grob, was uns ungefähr bevorstehen wird. Da will ich jetzt noch gar keine Abweichung oder sonst was machen, das war nur ein grober Überblick. Und jetzt kommen wir zum Rückblick. Ich habe mir überlegt, welches Foto nehme ich denn? Das war am ersten Weihnachtstag, wo es dann anfing zu schneien. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich ein schönes Foto und auch sinnbildlich gewesen. Aber wir nehmen ein richtig schönes Winterfoto im Hintergrund. Und was hatten wir besprochen? Es ging los mit den verbotenen Videos im Juli, die wir bis November gezogen haben. Und der Grundtenor fast aller Videos, die ich dort gemacht habe, war wie folgt. Der November bringt keinen atlantischen Durchbruch, Ruhe, und der Kältepol sollte über Sibirien liegen. Der Dezember sollte auch kein richtiges Islandtief bringen, die Westdrift kommt nicht richtig in Gang, Kaltlufteinbrüche aus Norden, was nicht ganz so ausgeprägt war, kam erst hinten raus und fürs Flachland hat es nicht gereicht. Der Januar sollte den Kältepol über Sibirien haben, keine Tiefdruckproduktion auf dem Atlantik. Und im weiteren Verlauf, der Februar, dann eher Hoch-Nordpol, Nordatlantik, keine Westdrift. Und ihr erinnert euch, da hatten wir mal drüber gesprochen und diese Hochdruckwurst gezeigt. Und die ging genau vom Nordatlantik bis zum Nordpol rauf. Also diese Wetterlage war ein absoluter Volltreffer. Und das mehr als ein halbes Jahr im Voraus, wie wir das besprochen hatten. Das hat gepasst. Der März, Atlantik, weiterhin totgestörte Zirkulation, sehr langer Winter. Das lässt sich übrigens nachlesen. Ich habe das mal unten in einer Beschreibung gemacht. Da gibt es ja so ein paar Spezialisten, die haben das schon im Juli analysiert, im letzten Jahr, dass das alles falsch sein wird von mir. Und es ist wunderbar nachlesbar hier unten in der Beschreibung. Also März, Atlantik, totgestörte Zirkulation, langer Winter. April. Kein typischer April aus den vergangenen 30 Jahren, also frühsommerlich, warm und trocken, sondern eher Einbrüche mit Polarluft und klassisches Aprilwetter. Auch das haben wir in sämtlichen Videos immer wieder besprochen. Außerdem, ein abwechslungsreicher Winter sollte es sein mit keiner dauerhaft milden, aber auch keiner dauerhaft kalten Phase. Erinnert euch, wir haben darüber gesprochen, dass die Kontinentalluft rangelt mit der Atlantikluft, wo das immer wieder hin und her geht. Und auch die Möglichkeit, dass die Kaltluft so weit nach Westen rausgeht auf den Atlantik, dass dadurch eine Südströmung ausgelöst wird, was ja dann leider im Februar in der zweiten Hälfte der Fall war. Auch das haben wir in den Großwetterlagenanalysen besprochen, dass das zum Beispiel so eine Fußangel werden könnte, was dem Winter dann zumindest kurzzeitig den Garaus macht. Das ist alles in den Videos drin. Viel Normalität, ganz anders als die Vorwinter, mit mehr Schnee, mehr Kälte und am Ende wird es heißen, es war ein Winter.
Das war in den ganzen Videos drin. Wichtig war auch, dass wir gesagt haben, die Umstellung kommt letztendlich erst in der letzten Dezemberdekade. Und vielleicht erinnert ihr euch, auch da habe ich gegen Windmühlen gekämpft und wurde als unseriös dargestellt, weil die Modelle alle kurz vor Weihnachten gesagt haben, es wird mild, mild, mild. Und ich habe gesagt, die Modelle werden kippen. Es wird ab Weihnachten in eine andere Struktur gehen. Und es ist so gekommen. Januar in der Mitte zu Nahe- und Westdrift geprägt, das sollte auch so die Schwachstelle werden. Und der Februar der kälteste Monat. Der Februar hatte die kälteste Phase des Winters. Ja, die große Kälte am Anfang und in der Mitte, aber dann kam die große Milde mit dieser einen Woche mit den super warmen Temperaturen und dem Hochdruck. Das ist dann eben leider passiert. März und April mit vielen Rückschlägen. Und, auch das habe ich ganz oft gesagt, die Abweichung des Winters im Vergleich zum langjährigen Mittel 61 bis 90 sollte circa ein halbes Grad bis ein Grad plus betragen. Das habe ich im Juli gesagt, im August, im September, im Oktober und im November. Und das wurde bewertet von anderen. Alles sei unwissenschaftlich, die Wetterlagen seien frei erfunden und alles Wunschwetter. Naja, ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Und die einzige wissenschaftliche Wahrheit und die seriösen Tatsachen sollten sein, dass es ein Wintertotalausfall wird. Mit 3 bis 4 Grad zu warm, ohne Schnee und ohne Frost. Kann sich jetzt jeder sein eigenes Bild machen. Weitere Fakten waren auch fehlende Kaltluft in Sibirien. Dadurch sollte kein Winter möglich sein. Und es wurde sich immer aufs NOAA gestützt. Und ich habe immer gesagt, NOAA wird daneben liegen. Dort, wo NOAA zum Beispiel die extremsten, wärmsten Abweichungen hatte, war der größte Kältepol des Winters. Und bei diesem Video habe ich einen ganz, ganz großen Fehler im November gemacht. Weil Anfang November war es ruhig und habe ich mir von den Strukturen her gedacht, naja, das Potenzial für einen kalten Winter, vielleicht sogar einen strengen Winter, ist da und sehr hoch. Und was meine ich mit Potenzial? Zum Beispiel der Winter im Januar. Wir hatten sehr viele kalte Lagen mit unter minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Das Problem war nur, wir hatten zum Beispiel Wind und Bewölkung. Dadurch konnte es nicht auskühlen. Hätten wir jetzt einen Kaltluftvorstoß gehabt mit minus 10, 12, 13 Grad in 1500 Meter Höhe und dann wäre die Wetterlage, die wir Ende Februar gehabt haben, im Januar gekommen, dann wäre es saukalt geworden mit einer Inversionswetterlage. Und da habe ich mal den Satz fallen lassen, es könnte 4 zu kalte Monate geben. Das habe ich einmal gesagt und das wurde mir dann sozusagen dargestellt, das ist die Prognose. Nein, das stimmt nicht. Ich habe über viele Monate die ganzen Wetterlagen analysiert und das könnt ihr euch alles in den Videos anschauen. Dann hatte ich diese Skala hier gemacht. Wenn wir ganz ausgeprägte, ruhige Lagen haben, dann wäre das möglich gewesen. Hier mit viel Inversion ein kalter Winter, mit mehr Durchmischung ein durchschnittlicher Winter und bei einem zonalen Januar 1 Grad zu warm. Diese Möglichkeiten habe ich aufgezeigt, was möglich ist und aus diesen Strukturen, die ich da analysiert und vorgestellt habe, möglich wäre. Wir haben uns durch die viele Zonalisierung, also dass immer wieder milde Phasen gekommen sind mit Wind, gerade dann ab Mitte Februar mit Südwind und den warmen Temperaturen, hat das Ganze nach oben katapultiert. Und das Problem war ja noch, die Kaltphasen wurden überhaupt nicht ausgenutzt. Wir hatten keine kalte Woche mal im Januar, aber jede Mildphase wurde mit Wind sofort ausgenutzt. Das war diesbezüglich ein großes Ungleichgewicht. Und einige bewerten ja den Winter ausschließlich nur anhand der Mittelwerte. Das sind vielleicht Menschen, die sitzen ihr Leben lang am Computer, aber es gibt auch Menschen, die gehen raus und haben da etwas anderes erlebt. Und die reinen Fakten, der Winter hatte eine Mitteltemperatur von 1,8 Grad in Deutschland und er war im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990 1,6 Grad zu warm und zum neuen Mittel 0,4 Grad. Ja, so war es ein Mildwinter, aber es war kein Totalausfall. Rein von den Zahlen her ein Mildwinter, aber dieser Mildwinter in Anführungszeichen kam zustande durch die milden Phasen, die extrem ausgeprägt waren. Es gab aber noch was. Wir hatten ja Schnee und Kälte. Und ich habe immer gesagt, wir kriegen einen normalen Winter, was den Schnee angeht. Und das waren die Schneedeckentage des Winters, wo auch immer gesagt wird, ja, da gab es mal eine Woche Schnee, das hat jeder Winter. Nein,
Es gab nicht eine Woche Schnee, es gab viel mehr Schnee. In Deutschland Mittel 28 Tage und sogar Schleswig-Holstein, Niedersachsen und NRW hatten im Mittel 17 Tage Schnee. Thüringen und Bayern sind die, die den meisten Schnee hatten mit 39 bzw. 40 Tagen Schnee. Und wenn wir mal hier hinschauen, beispielsweise im Allgäu oder in den Mittelgebirgen, da war der volle Winter voll Schnee. Da gab es nur ganz wenige Tage, wo es keinen Schnee gegeben hat. Hat überhaupt nichts mit den Vorjahren zu tun gehabt. Und das war der schneereichste Winter seit 2012. Immerhin seit acht Jahren hat es nicht mehr so viel Schnee gegeben. Es war also diesbezüglich ein Winter. Die Eistage, das heißt, wo es überhaupt nicht über 0 Grad hinausgeht, da hatten wir in Deutschland Mittel 13, in der Südosthälfte viel mehr, in der Westhälfte, vor allen Dingen den Rhein entlang, natürlich deutlich weniger. Die Tage mit Frost, da war ungefähr die Hälfte des meteorologischen Winters mit Frost bestückt, den Rhein entlang und im Nordwesten weniger und hier wieder im Bereich der Mittelgebirge und im Südosten, da war es doch ein ziemlich frostiger und auch kalter Winter. Und die Kältesummen bestimmen ja auch noch über den Winter. Die werden gerechnet, alle negativen Tagesmittel vom 1. November bis zum 31. März. Da wird auch ein Winter mit bewertet. Deshalb auch die Analyse erst im April und nicht im März. Und da waren es 99 Grad. Also bei 100 Grad geht ein durchschnittlicher Winter los. Streng genommen wäre es damit auch ein mild Winter gewesen. Schauen wir uns das auf der Karte an. Da sind es 97 Grad, da fehlen noch 2 Grad. Aber so sieht die Karte mit den Kältesummen aus. Und wenn wir das jetzt mal wieder in die einzelnen Bundesländer nehmen, dann hatten wir im Nordwesten logischerweise und im Westen am wenigsten Winterwetter und in der Südosthälfte am meisten Winterwetter. Und in diesen Gebieten hier von Berlin-Brandenburg bis Bayern, nehmen wir Baden-Württemberg und Hessen noch dazu, war es definitiv ein durchschnittlicher Winter, in den anderen Regionen ein Mildwinter. Wir wollen hier wegen 2 oder 3 Grad nicht päpstlicher als der Papst sein. Wenn wir die Einzelwerte der verschiedenen Stationen nehmen, dann war es in den Gebieten im Norden Deutschlands, im Westen und entlang des Rheins definitiv, was die Kältesummen angeht, ein Mildwinter. In der Mitte und im Osten war es ein normaler Winter, ebenso im Süden Deutschlands. Und ein sogenannter mäßig strenger Winter war es im Mittelgebirgsraum und auch am Alpenrand und im Alpenvorland. Und natürlich ist der Wert von, was weiß ich, 1 Grad oder 0,5 Grad nicht erreicht worden. Aber die Strukturen des Winters, die Großwetterlagen, all das, was ja Wunschwetter war, all das, was frei erfunden war, hat genauso gepasst und ist so gekommen. Da habe ich Weltkarten gemalt und gebaut und da auch noch drin gesagt, es wird ein sehr abwechslungsreicher Winter werden. Es wird kein super Mildwinter, es wird kein super Kaltwinter, sondern ein abwechslungsreicher Winter, was diesen Winter einfach so wahnsinnig interessant machen wird von den Großwetterlagen. Das war's.